begleitet uns an einem weiteren Tag hier im Disneyland Paris. Ich rede doch. Ich meine, dass Sina weiter gemacht so. Hat. Nö. Außer du verrätst uns deine tiefsten Geheimnisse. Ja. Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Da, Brina ist dabei. Haben wir übrigens noch nicht vergrault, ne? Sind alle noch dabei, die Nina. Hello. Sinan ist dabei, Daniel und Sven sind schon im Park. Ihr wisst ja, Daniel ist ja um 5 schon wach. Du normal auch? Nein, das stimmt nicht. Um 6. Wisst ihr, sie hat so gestern die Schuld so ein bisschen an uns abgedrückt. Wir müssen auch nicht unbedingt so früh aufstehen. Dabei wollte sie einfach nur länger schlafen, weil sie vom Flixbus so müde ist. Ich war tagsüber gar nicht so müde, aber ich war schon froh, dann ins Bett zu kommen. Ja, ihr seht, es nieselt so richtig ekelhaft. Habe auch keinen Schirm dabei, weil es hieß ja gutes Wetter dieses Wochenende. Naja, wir gehen jetzt... Da können wir uns einen kaufen. Ja, wer hat, der hat, ne? Ja, wir gehen jetzt in den Park. Schauen wir mal, wir haben eigentlich gar keinen Plan. Wir gehen heute Nachmittag nur im Sheremi essen. Du wolltest frühstücken im Casey's Corner. Ja, auch. Es gibt Hot Dogs mit Rührei. Und ja, lassen wir uns noch ein bisschen treiben heute. Bei Casey's Corner gibt es nicht nur Mittags-Hotdogs, sondern jetzt seit neuestem auch morgens. Nina, meine reizende Assistentin, hält dieses tolle Schild, die Hotdog-Fee. Es gibt einmal natürlich ein Menü mit Croissant, Kaffee und O-Saft für 7 Euro. Und es gibt dieses Hotdog-Menü für 11 Euro. Gibt es auch vegetarisch mit Rührei und keine Ahnung, was da noch drauf ist. Für 11 Euro mit Kaffee und O-Saft. Ich bin mir noch unsicher. Ich entschließe mich spontan, ob ich es auch probieren möchte. Weil Hotdog mit Rührei ist echt seltsam. Aber mal sehen. Gibt's jetzt hier im Casey's Corner. Also so sieht der Hotdog jetzt aus. Erstmal ganz normal mit Bacon und das Rührei ist da drunter. Bin sehr gespannt. Dazu ein Orangensaft und ein Cappuccino mit Rabatt für 9 Euro. Ja, gestern mein Hotdog war ja nur der Hotdog für 9 Euro, da gab es keine Getränke, also ist es schon in Ordnung vom Preis her. Und bin gespannt, ich habe noch nie einen Hotdog mit Rührei gegessen. Also Brina meinte, in der Beschreibung stand wohl Salsa-Soße und Crispy Onions. Beides ist nicht drauf, es ist Käsesoße drauf und Bacon. Probier mal. Sind ja nur Brotfüll. An der Hand ist es schwierig. Da ist sehr viel Bacon drauf, was gut ist. Oder ist es vielleicht auf der vegetarischen Version, Salsa-Soße, vegan. Und halt die Crispy Onions anstelle von dem Bacon. Ja, aber also wahrscheinlich bei der vegetarischen Version habt ihr dann Crispy Onions anstatt dem Bacon. Und keine Ahnung, mutmaßlich jetzt einfach mal. So, wir sind wirklich
sehr, sehr satt geworden von dem Hotdog. Nina, was sagst du? Hat er dir geschmeckt? War okay. Hat dich nicht umgehauen? Nee, bräuchte ich nicht nochmal. Ich fand's auch gut. Also man kann schon mal zum Frühstück essen, muss jetzt nicht jeden Tag haben. Was man dazu sagen kann, dass wir jetzt morgen ins Annetz gehen wollen zum Frühstück. Ja, jetzt habe ich ein Haar. Da ist es immer sehr, sehr lecker. In den neuen Merch-Videos zeige ich euch ja natürlich nur Merchandise, was jetzt wirklich neu ist. Einiges war ja ausverkauft, deswegen zeige ich euch mal, was jetzt wieder da ist. Von dieser Tinkerbell goldene Kollektion ist auch einiges wieder da. Die Decken, hier, ich bin jetzt gerade bei Floras. Diese Tücher. Und aus dem weißen Spirit Jersey gibt es immer noch. Also ich glaube, der Hype ist langsam vorbei. Die 1992 Kollektion gibt es auch noch. Spirit Jersey, T-Shirts, die Regenjacke. Und Es ist hässlich. Ist auch noch da, aber anscheinend nicht mehr reduziert. Das war ja mal reduziert. Jetzt anscheinend nicht mehr. So die Schneekugeln, die Ornamente. Brotdose, die Kindersachen. Schüsseln, Platzdeckchen. Die Seife mit Nachfüllbeutel. Schokolade. Die Babysachen gibt es natürlich auch noch. Die Chippendale-Ohren scheinen wieder weg zu sein, aber dafür gibt es die hier. Der Schal ist auch wieder da. Die ganzen T-Shirts, lila, blau, pink. Magnete sind auch wieder da. Auch der mit dem Bilderrahmen. Gut, die Jacke ist, glaube ich, auch wieder ausverkauft für Erwachsene. Das ist ja die für Kinder. Der Rucksack, ja, und die 100er Kollektion. Die Jacke gibt es hier wohl nur noch in S. Wollte ich gleich mal anprobieren. Aber in S wird es mir, glaube ich, zu klein sein, weil die ja groß ausfällt. Das Lanyard gibt es auch noch. Wir warten jetzt gerade auf Dream and Shine Brighter. Kommt jetzt in 10 Minuten. Habe ich ja seit September nicht mehr gesehen. Freue mich sehr darauf. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber so ist das halt. Aber Daniel, du hast was gekauft. Zeig mal die Box. Bist du genervt? Can you take the camera? Ja, guten Tag erstmal. Ich war schon bei Harringtons shoppen. Schaut mal, was er schon mit seinen Ohren gemacht hat. Sachen gekauft. Einmal, schaut euch diese ganz grandiose Box an. Hier mit Woody Roundup. Und die kann man hier so aufmachen. Und das ist nicht einfach nur eine Puppe, sondern das ist so eine Marionette. Und wo kann man. Hast du das schon in der Vlog gezeigt, oder? Ja, gestern. Genau, im gestrigen Vlog seht ihr, wie die aussehen. Also, das ist schon ziemlich cool mit dieser Kiste. Aber man sieht nirgendwo sonst, ne, hier so. Sehr cool. Und weil Woody ja nicht alleine sein darf, aber seine Jessie ihm auf den Sack geht, hat er natürlich seinen Pony mitgebracht. Bulli. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Ne? Also die Box alleine ist schon schön. Ja, die Box würde ich auch, kann man auch so theoretisch hinstellen, wenn du es nicht auspacken willst. So, so mit Verpackungssachen aufs Regal stellen, sieht immer komisch aus, finde ich. Aber einfacher zum Staubwischen. Aber es scheint sehr, sehr begehrt zu sein heute hier im Park, weil die Schlange bei Harringtons war schon sehr, sehr lang und die haben sich da ganz viele Kisten hinter die Kassen schon platziert. Aber die meisten kaufen alle drei. Ja, ich kann mal gerade schauen, wenn du noch mal gerade das Publikum unterhältst. Wie unterhalte ich dich? Hallo Sven. Hallo. Achso, Brina ist übrigens auch da, aber die steht irgendwo da vorne, weil sie irgendwie einen besseren Blick aufs Schloss haben. Was suchst du jetzt, Daniel? Ich habe das eben bei DLP-Report gesehen, bin ich sicher. Die haben dir nämlich noch mal hier so eine Warnung geschickt. Hier, hört mal, geht jetzt hier sofort. I-oh. Warnung. Alarm. Attention, please. Das war doch ein DLP-Report. Aber was sagt ihr zu Daniels Ohren, dass er die 200-Euro-Ohren missbraucht hat und die Schleife abgeschnitten habt? Das ist ja einfach nur Cut-Off.
Cut off the rope. Nee, wie heißt das? Rope ist ja ein Seil. Wie heißt das? Bow. Bow. Ist Bow wirklich der Name für eine Schleife? Ist das nicht, was das Merida sonst in der Hand hat? Ist auch ein Bow. Das ist auch ein Bow, du hast recht. Aber ich glaube, das wird das anders geschrieben. Ich weiß es ist aktuell nicht. Ich finde das nicht. Vielleicht jetzt so. Moment. Ah doch, ich finde es. Da kann man es sehen. So sehen die aus. Woody. Da ist das Pferd. Und die sind halt eben auch ziemlich groß. Ne? Also insgesamt denke ich mal so um die 40 cm. Und da gibt es auch noch Jessie, aber die habe ich da gelassen. Du könntest jetzt ein neues YouTube-Video machen als Puppenspieler. So als Marionetten. Gibt's alles schon. That doesn't make sense! How wonderful! Man, crazy ups and daisy jumps and turny jumps! Wir gehen, wechseln jetzt gleich im Park. Ich habe euch wieder mit Dream and Shine Brighter zugespammt. Jetzt geht's wieder los. Bis 30. September werdet ihr noch in den Blogs immer mit Dream and Shine Brighter zugespammt. Das ist so schön. Es ist zwar noch ein bisschen kalt für die Show. Im Sommer ist es noch stimmungsvoller, aber ich habe schon wieder so ein paar feuchte Augen. Wie viele hast du denn? Fettaugen auf der Suppe. Fettaugen auf der Suppe. Ja, gestern die Suppe, die ich im Downtown hatte. Jetzt wäre jetzt fast ein Fuß gebrochen. Ja, wir gehen jetzt noch zur Gepäckabgabe, Daniels Figuren abgeben. Und dann gehen wir rüber in die Studios. Werden dann aber endlich was fahren. Weil Sinan ist eigentlich hier für die Attraktion, aber bis jetzt sind wir nichts gefahren. Wir sind jetzt hier auf dem Avengers Campus angekommen und schauen mal, was wir fahren. Also Flight Force fahre ich jetzt nicht mit. Wow, Web-Sling erst 80 Minuten. Ja, nee. Würde ich gern fahren, aber nee. 80 Minuten echt lang. Und es gab ja jetzt die Neuigkeiten die Woche, dass Flight Force etwas upgedatet wird. Es kommen ein paar neue Lichteffekte dazu im Frühjahr. Die Attraktion wird aber nicht geschlossen. Also keine Ahnung, was passiert während des Tages oder nachts, das weiß man jetzt nicht. Aber der Attraktion wird auf jeden Fall nicht geschlossen. Und bin mal gespannt, was da jetzt für Lichteffekte dazukommen.
Film bitte mal die neuen Effekte. Wir haben uns jetzt hier, also Nina und Daniel sitzen hier, die anderen fahren Flight Force. Und es ist so kalt, dass wir dachten, komm, wir holen uns jetzt mal einen Süppscher. Da essen die schon wieder was. Da essen sie ja. Ja, uns ist so kalt, wir dachten, wir holen uns jetzt ein Süppchen. Für 11 Euro mit Hähnchen. Ich esse trotzdem gerne warme Suppe, wenn mir kalt ist. Ja, wie gesagt, 11 Euro. Und Nina hat die Version mit Tofu und wir beide haben Hähnchen. Wir sind noch in den Studios, denn wir haben jetzt einen Termin bei Shiremi, also eine Reservierung. Es ist hier nichts passiert, denn wir saßen einfach 2 Stunden auf dem Avengers Campus. Es hat genieselt und es war nicht so schönes Wetter und es ist kalt. Und bei so einem Wetter habe ich auch nie Lust, mich dann für Fotos irgendwie die Jacke auszuziehen. Und irgendwie, ja, ich freue mich schon, wenn es wieder wärmer ist. Temperaturen aktuell sind nicht so mein Fall. Aber ich freue mich jetzt, im Shiremi warm zu sitzen, schön was zu essen. Und da gehen wir jetzt hin. Unser Dinner im Shiremi ist vorbei. Dazu gibt es ein separates Video demnächst. Generelles Fazit, es ist okay. Preis-Leistung, wie immer im Disneyland Paris, passt halt einfach nicht. Ja. Aber die Atmosphäre ist super schön. Wir fahren jetzt eine Runde Cars Road Trip. Das hat sich Sinan gewünscht. Er hatte die Wahl zwischen Ratatouille oder Cars Road Trip. Und er hat sich für Cars entschieden. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber egal, machen wir. Und dann geht's auch schon zur Drohnenshow, denn wir saßen jetzt fast 3 Stunden in dem Restaurant. Wir sind aufgewärmt, Sitzfleisch haben wir bekommen. Was ist los bei dir? Müde. Er ist müde. Wir sind sattmüde. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen bewegen wieder. Okay. Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. Ciao! Nochmal Avengers Power the Night. Ich lasse die Kamera. Das sieht so eingepackt aus. Die Kamera lasse ich jetzt heute in der Tasche. Ich gehe bei Insta live und mache ein paar Fotos. Ihr habt ja gestern schon ein paar Ausschnitte gesehen. Auf jeden Fall sehenswert. Brina und Sian haben sie ja noch nicht gesehen und Nina ja auch nicht. Und danach müssen wir rübersprinten, weil um 9 kommt ja jetzt die Drohnenshow und um 10 kommt Disney Delight. Illuminations lassen wir aus, wir gehen danach Disney Delight raus durchs Village und dann zurück ins Newport Bay.
bisschen müde und ja, am Wochenende sind die Shows immer so spät. Gestern, mit wie es wieder gesichtet von gestern, weil ich so illegal unterwegs war gestern, mich hingesetzt habe. Ja, oh. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, am Wochenende sind die Shows immer so spät. Und das ist ein bisschen immer anstrengend, aber Friday. À toutes les recrues. Votre attention, s'il vous plaît. 15 Minuten noch. So, wir haben die Drohnenshow gesehen. Mega, mega schön. Wie hat es dir gefallen? Sehr schön, ja. Wir gehen jetzt noch die Light gucken. Also es ist machbar, aber man kommt natürlich nicht jetzt weit vorne hin ans Schloss. Aber auf der Main Street kann man auf jeden Fall stehen. In den Infinity-Bereich kann man gar nicht, also auf gar keinen Fall auch nicht in den... für die grüne, also für nicht grüne, für die Priority Card kommen wir jetzt auch nicht hin, weil da muss man ja ganz nach vorne und das wird schon ein bisschen schwierig durch die Arkade theoretisch. Links rum, ja, könnte man es schaffen, wenn man sich beeilt, aber es ist schon dann ein sehr weiter Weg bis nach vorne. Ja, wir gucken jetzt die Light Illuminations, lassen wir aus. Wir warten nämlich auf Disney Dreams im April. Ab 12. April läuft übrigens Disney Dreams und dann geht es wieder zurück und dann ist der Tag auch wieder schon vorbei, war aber ein langer Tag. Morgen ist ja Abreisetag für alle. Morgen früh wollen wir im Annetz frühstücken. Ich muss mein Gepäck hier abgeben. Mein Flug geht wieder um 20 Uhr irgendwas. Ich muss dann wieder den TGV nehmen. Daniel und Sven wollten gegen 14 Uhr fahren. Ich weiß nicht, wohl gegen ihr wahrscheinlich gegen 16 Uhr wie immer. Ja. So roundabout. Und ja, ich bleib dann noch so circa bis 18 Uhr und dann geht's für mich auch nach Hause. Ein kleiner Ausschnitt aus Disney Delight und wir sind jetzt gegangen, jetzt sind nämlich noch nicht so viele Menschen. Nach Illuminations ist das auch mal mega voll, da kommt man kaum durchs Village. Wir holen jetzt noch unsere Einkäufe im Shop ab, im Hotelshop, wir haben die ja hinschicken lassen und dann wird gepackt, dann geht's ins Bett und morgen dann wieder in aller Frische wieder zurück in den Park. Ja, also ich hoffe, dieser Vlog heute hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann.